Leute von unserem Konvoi wiedersehen. Es ist herzerwärmend, Familien nach so viel Elend wieder vereint zu sehen, aber es sollte es in der Nähe nicht noch andere Siedlungen geben? Die ersten Expeditionen haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Wir werden nach den anderen suchen. Oh. Ich werde das nicht. Ihr vielleicht. Unsere Leute haben einen Pfad gefunden, der in die Wildnis führt. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen andere Leute finden und sie um Hilfe bitten, um unser Überleben zu sichern. So, wir kriegen ein bisschen Hoffnung. Achso, umstrittenes Gesetz wegen der Suppe. Die sind jetzt halt 6 Stunden unterwegs. Okay. Zack. Ich reduziere mal das so, dass ich hier noch 8 reinsetzen kann. Ich brauche halt sogar jetzt noch mehr Nahrung. Also es wäre besser, könnte ich mir noch eine Jagdhütte bauen irgendwie. So, und dann müssen wir halt jetzt warten, dass wir arbeiten können, dass wir mehr Häuser bauen können. Es wäre vielleicht klug. Also wir machen ja gerade das Stahlwerk. So, und zwar, was möchte ich haben? Mehr Speer wäre interessant. Ausrüstung für Jäger. Bis zu 20 hohe Nahrung pro Jagd. Das machen wir dann als nächstes. So, die sind da gleich fertig. Ach, guck mal, die sind jetzt sogar 5 Leute eingezogen. Das ist doch schön. So, du bist fertig. Und Absturzort, robuster Schutzraum. Eine sperrige zylindrische Konstruktion, die auf einem kleinen Hügel steht. Obwohl wir über gedachte Union-Jack-Flagge angebracht ist, gibt es kein Anzeichen von Bewegung. 14 Stunden, jetzt sieht man 11 Stunden, das sind also insgesamt 17 Stunden, die wir jetzt hinbrauchen zum Absturzort, statt halt den, wie lange? 20 Stunden, meine ich. So, ich gehe mal zum Absturzort. So, 2 sind hungrig, das kann ich nachvollziehen. Stahlwerke arbeiten noch, okay. Ich habe keine Leute mehr frei zum Arbeiten. Das ist unglücklich. Wir werden uns trotzdem eine Werkstatt nochmal bauen. Brauch 15 Holz. Okay, das Holz habe ich jetzt schon mal. Je mehr Werkstätte man hat, desto schneller kann man quasi erforschen. Was für uns jetzt ziemlich wichtig ist. So, um nicht zu sagen, überlebensnotwendig eigentlich auch. Und, ups, dahin wollte ich gar nicht. Mehr Zelte. 1, 2 und 3. Damit haben wir jetzt uns um die knapp 30 Obdachlosen potenziell gekümmert. Ich sag hier mal lieber potenziell, weil ne, komplett alles Tutti ist noch nicht. Aber es kann Tutti sein. So, da habe ich ich nehme dann mal 5 Arbeiter raus. So, da mache ich Max und hier geht ihr nochmal welche rein. Wir können jetzt eine neue Forschung machen. Ich werde mich um die Ausrüstung für Jäger kümmern, damit wir mehr Nahrung rausholen können. So, jetzt mit den Häusern sorgen wir halt zumindest ein bisschen dafür, dass unsere Leute zufriedener werden. Auch wenn die Häuser kalt und es wird halt kälter. Das ist das Unglückliche daran. Es wird kälter. Okay, ciao Melli. Damit stehen Rohstoffen erschöpft. Ihr dann, ne? Okay, dann kann ich das quasi abreißen. Arbeitstag ist wieder mal vorbei. Ich kann ein neues Gesetz einführen. Die Kampfarena. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Das klingt nach einer guten Idee. So. Dann kümmern wir uns mal darum. Ich freue mich auf einen guten Kampf. Es wird genau wie früher sein. Oh, okay, meine Speer sind irgendwo angekommen. Erforschen. Es finden sich viele wertvolle Vorräte in den Wracks unserer Expedition. Beim Durchsuchen der Kisten, die hinter der Wracks im Schnee verstreut lagen, fanden wir die Leichen auf der Suche. Auf der Suche nach jedem Quäntchen Wärme waren die Körper zu einem einzigen Klump zusammengefroren. Wir konnten sie nicht einmal anständig bestatten. Gut, nehmen wir mal die Rohstoffe mit. Und das sind 19 Stunden. Gehe ich mal ruhig dahin. Baue eine Kampfarena. Achso, die Kampfarena bauen wir gerade.
So. Wie effizient seid ihr? Nicht ganz so effizient. Oh, wir sind nicht ganz fertig geworden damit. Das ist unglücklich. Das wäre schöner gewesen, wenn wir vollständig fertig geworden damit. Gut, in einem Tag und 9 Stunden können wir was Neues im Gesetzbuch verschreiben. Haha, wir können Gesetze machen. Wie schaut's aus mit meiner Kohle? Ganz okay. Kampfarena gebaut, die Hoffnung steigt, Unzufriedenheit sinkt. Schauen wir mal. Kinderheimzelt, Nahrungsmittel, Sanitätsstation. Habe ich nicht... Doch, das Stahlwerk. So, 40 Stahl pro Tag. Ach so, ich muss das dann quasi... Ah, okay. Dann setze ich ruhig das mal dahin. So. Und mache da mal so einen Weg. Das Stahlwerk ist ziemlich interessant für uns, weil wir haben bisher nur, in Anführungszeichen, 62 Stahl. So, dann müssen wir jetzt durch die Nacht hindurch. So vom... So, das wäre 12 Kohle. Pro Tag, die wir verbrennen. Würde ganz gerne... Ich müsste, glaube ich, sogar relativ schnell auf... Oder relativ bald auf Stufe 1 der Forschung weitergehen. Damit ich hier den Kohleabbau habe. Und die Meerenspeer sowie Generatorreichweite plus 1. Das ist, glaube ich, ziemlich... Wäre von Interesse, / Wichtigkeit für uns. Die sind noch 10 Stunden unterwegs. Wie schaut's hier aus? Ich habe da noch 1600 Holz drin. Das ist gut. Die sind, glaube ich, unendlich, die Stahlwerke, ne? Weiß ich gar nicht. Also, ich gehe mal davon aus. Ich habe bisher noch nie gesehen, dass die irgendwie fertig geworden sind. Quasi nichts mehr drin hatten. So, sinkt um eine Stufe, wird um... Okay, wir haben nur 2 Tage auf minus 40 Grad. Das ist gut. Für uns. Ich habe 5 Arbeiter momentan noch frei. Setzt euch in Bewegung, Leute. Wir haben noch einiges vor. Gehen wir an die Arbeit. Wir können jetzt nicht nachlassen. Ja, können wir schon. Wollen wir natürlich nicht. Ach Gott, das ist gefühlt unendlich Stahl. Ich glaube, so viel kann man nicht innerhalb eines Durchgangs aufbrauchen. Bestimmt schon. Ich möchte jetzt mal nicht das Gegenteil behaupten. Wir haben nicht viel Nahrung mitgenommen nach Hause. So, Ausrüstung für Jäger frei. Oh, das hat halt so wenig noch gebraucht. So, dann die... Achso, ich brauche dafür 50 Holz. Okay. Die müssen wir dann jetzt abwarten. Deswegen habe ich gesagt, dass Holz so wichtig ist. Da kriegen wir 8 pro Stunde raus. So, die sind noch 4 Stunden unterwegs, unsere Speer. Die haben auch relativ viel Holz an sich sogar. Würde ich behaupten wollen. Mit unserer Unzufriedenheit bin ich eigentlich sogar noch ziemlich zufrieden. Das könnte alles schlimmer sein. So, neue Forschung. Und zwar, zack. Du arbeitest daran jetzt auch, ne? Etwa 6 Tage. Ich habe das Gefühl, dass 6 Tage eher im Sinne von Stunden ist. Dass da so ein kleiner Übersetzungsfehler vorherrscht. Gut, ihr seid jeden Moment da. Jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Eine halbe Stunde noch. So, los. Macht hinne. Zack. Erforschen. Robuster Schutzraum. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren runden Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in 2 Richtungen zeigt. London, 1934 Meilen, nach Hause 27 Meilen. Stahlbrücke. Okay. Oh, ich hoffe, dass wir bei der Stahlbrücke das finden, was ich finden möchte. Mal schauen. Ich werde jetzt mal nicht spoilern. Spoilern. So, wie schaut's... Hier drin schaut's eigentlich ganz gut aus. Noch. Bis auf, dass unsere Nahrung halt immer weniger wird. Immerhin mache ich halt 40 die Stunde. Gut, es bringt mir halt nicht unbedingt allzu viel. So. Und dann weiter. So, wie lange noch... weniger als eine Stunde. So, schauen wir mal. Was können wir uns jetzt an Neues an Technologie holen? Kohleabbau.
Dafür bräuchte ich einen Dampfkern. Ich nehme mal Generatorleistung. Der Kohleverbrauch ist unter dieser Einstellung doppelt so hoch und das ist Reichweite. Ich würde mehr Speer, das ist 8 Stunden, die ich brauche. Und dann möchte ich die Wärmezone quasi verbessern. Als nächstes. So, und ihr braucht jetzt etwa auch noch 5 Stunden. Gut, Freizeit steht an. Tag ist vorbei. Wir bräuchten ein bisschen mehr Nahrung, glaube ich. Das wäre schön. Gut, aber das dürfte... Irgendwie kriegen wir das auch schon hin. Ganz bestimmt. Was jammert ihr rum? Eiskalte Unterkünfte. Ich beginne innerhalb von 2 Tagen mit dem Beheizen von 3 kalten Unterkünften und heize sie 2 Tage lang. Captain, die Leute haben sich versammelt und protestieren gegen die... Darum kümmere ich mich nicht. Protestieren gegen die Kälte in ihren Unterkünften. Sie sind wütend, weil sie dieses Problem anscheinend ignorieren. Trotz des Risikos, dass die Kälte für ihre Gesundheit darstellt. Ich ignoriere euch noch einmal. Das wird schon. Wenn ich euch nicht zuhöre, dann habt ihr auch keine Probleme. So sehe ich das. Ich finde, ich als Captain habe da doch die beste Meinung. Und das beste Wissen. Kohlemäßig sieht's langsam dünn aus. 141, 213. Aber es geht noch. So, ich hatte ja noch hier, warte, da, Rohstoffe, Sammelstelle. Gibt es sonst noch irgendwie... Ja gut, das ist die... Gut, dann habe ich so ziemlich alles Sammelstellenmäßige fertig. Nachdem das da oben und das da fertig sein wird. Ne, das werde ich auch... Das hier werde ich erst dann später machen, so. Also das hier unten. Gut, die sind jetzt in wenigen Minuten an der Stahlbrücke. So, schauen wir mal. Erforschen. Brücke nach Windheim, noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte, und den Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder den Rohstoff auseinanderzunehmen. Wir senden den zur Stadt. Wird unsere Stadt von allein sicher halten. Wir könnten ihn zerlegen für 2 Dampfkore. Wie heißen die? Weiß ich gar nicht. Dampfdinger. Aber der Automaton ist zu gut, als dass ich den mit sowas benutzen möchte. So, großer Konvoi, Wetterwarte. 16 Stunden bis zur Ankunft. Du gehst dann mal dahin. In einem Tag und 18 Stunden haben wir dann den das Automaton hier. Und das Ding ist gut. Lasst euch das gesagt sein. Was das Ding nämlich kann... Oh. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind, aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Leider sinkt dadurch unsere Hoffnung ein bisschen. Ach Leute, wir haben doch Hoffnung. Nichts hier mit sinken. Komm schon. Achso, das ist Wärmesicht. Die Häuser sind kühl. Das Vorratslager ist auch kühl. Kinderheim ist komfortabel und Speisehaus ist erträglich. So, müssen wir aber so ein bisschen durch. Die Unzufriedenheit ist halt 70 Wohnen, schlechtes Essen, kaltes Zuhause. Mit dem Essen funktioniert halt nicht. Ich würde die dann relativ bald, alsbald nach Hause schicken wollen. So. Ich brauche halt auch den Stahl, ne? So, und auch das Holz. Bei Stahl vielleicht eher weniger. Auf diese Weise können wir sicherlich einige Weile weitermachen. Wir lassen das erstmal so. Ich schaue mal ganz kurz, wie es ausschaut mit dem Essen überhaupt. So, wir machen momentan plus 60... Achso, das ist rohe Nahrung.
Speisehaus. Wir machen täglich einen Gewinn von 0. Okay, wir haben 52 Super. Super. Es tut mir ziemlich leid, dass ihr die gesamte Zeit Super essen müsst. Ich weiß, ihr wollt das nicht. Ich dachte gerade, ich hätte dieses Bürgerstumm gehört. Achso, ich darf wieder ein neues Gesetz machen. Wirtshaus. Schnaps und Freudenhaus. Neues Gebäude Wirtshaus. Einwohner, die das Wirtshaus besuchen, sind weniger unzufrieden. Die Hoffnung steigt leicht an. 18 Stunden. Achso, 18 Stunden, bis ein neues eingeführt werden muss. Dann bauen wir uns ein Wirtshaus. Ja, mei. Listen, everyone. Ah, den muss ich in der Nähe von Hitze bauen. Das ist ein, wusste ich natürlich. So, woran arbeitest du nochmal an... Achso, mehr Scouts. So, mehr Scouts sind nicht schlecht. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ein bisschen schneller voran. So, da kommt jetzt die Rohnahrung rein. Die wird direkt verarbeitet. Ach du Heilige. Mehr Speer erforscht. Gut, dann möchte ich hier in den Rohstoffen den Kohleabbau machen. So. Ist zwar ein bisschen teuer und wird ein bisschen länger brauchen. Mit dem Automaton wird es aber ganz gut funktionieren. So, wo ist das... Achso, ich wollte ja auch eigentlich dich noch auf... Ich habe irgendwie so minimale Probleme. Achso, dich kann ich erstmal ausschalten. Ich wollte dich ausschalten. So. Ich habe hier noch momentan 7 Leute drin arbeiten, die uns mit Kohle versorgen. So, dann machen wir die Geschwindigkeit wieder ein bisschen schneller. Ich könnte theoretisch ein Zelt wegmachen. Die Speer sind angekommen in der Wetterwarte. Dampfkerne. Wir haben die Aufzeichnung der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass sie ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal Brotkrumen sind zu finden. Ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dr. Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Winterheim und Kohlemine. Die Kohlemine ist gut. So, Winterheim ist quasi 23 Stunden nach Hause. So, was sagt ihr? Wir werden noch früh genug Antworten haben. Die Hoffnung sinkt leicht. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einzige klagen ganz offen. Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Wir haben ja nicht mal Holzhütten. Leute, jetzt schreibt ihr mir aber ein bisschen mehr zu, als ich habe. So, was ich jetzt auch noch mache. Ich möchte mir noch mal einen weiteren Speer erstellen und mit dem gehe ich zur Sternwarte. So, dass wir quasi ein bisschen mehr hier erforschen können. In der Hoffnung, irgendwas Sinnvolles rausbekommen zu können. Wir haben es gleich nochmal kälter auf minus 40. Und ich habe die ganz große Sorge, dass sobald das passiert, Forschung gestoppt, achso, wir haben gerade Freizeit, werden sich unsere Leute nochmal beschweren und sagen, uns ist kalt. Nachvollziehbar natürlich. Öffne das Wirtshaus. Achso, das muss ich auch noch tun. Wie lange habe ich dafür noch Zeit? 3 Tage, ja gut, das ist Zeit. Ihr seid, die Expedition reist schneller, wenn sie einen bekannten Route zu einem überprüften Ort folgt. Ne, hier gerade von angemerkt und schon wird's... Klärt mir das Spiel jetzt auch nochmal. Immerhin sind wir noch am Leben, nicht alle hatten so viel Glück. Ah. Ich finde es immer toll, dass die so super tolle Aussichten aufs Leben haben. Schnaps. Wir können den Einwohnern gelegentlich etwas Alkohol geben, um ihre geschwundenen Körper und Seelen zu beschwichtigen. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit etwas. Das Verzehren von Suppe verursacht weniger Unzufriedenheit. Los, gib ihm. Ja, wir unterhalten jeden Tag etwas Alkohol, um sie aufzumuntern. Super. Schönes Besäufnis. Das hat mir wirklich gefehlt. Ein Glas am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Super, jetzt haben wir die Alkis hier. Die Temperatur macht uns allmählich wirklich das Leben schwer. Es wird jeden Tag kälter. Jupp. So, ihr müsstet dann jetzt anfangen, das fertig zu forschen. So, was brauche ich für Generatorreichweite? 20 Holz. So, ich
komme 5 pro Stunde circa, könnte ich. Ihr arbeitet ja nicht. So. Nicht so machen. Speer sind hier angekommen, Sternwarte. Gut, dann kümmern wir uns mal um die angekommenen Speer. Überlebende, oh. Statt auf Astronomen treffen wir auf einige unserer vermissten Einwohner. Sie erklärten, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote vorfanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtung fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antwort in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nicht ausschließlich auf die Verschmutzung der Atmosphäre durch die südlichen Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich. Wir eskortieren mal die Überlebenden zurück. So, wie viele sind das jetzt? Habe ich hier einen, 34, Entschuldigung. So. Ja, dann muss ich mal hier vorwärts. Andale. Ich glaube, ich kann jetzt sagen, dass ihr wieder ganz normale Standardmahlzeiten herstellt. So, und die Generatorreichweite erforschen. Und, Nahrung, Gesundheit, Unterkunft. Die Baracke ist, glaube ich, die machen wir dann ab dem nächsten Tag. Die Baracken. So, warte, das will ich schließen. Danke. Ah! Hör auf, hier so wild herumzuklicken, ich. So, ich kann hier mir noch ein paar Zelte bauen. Bestenfalls sogar ruhig um die Kampfarena herum. So, und dann hier ruhig ein bisschen Weg. Okay, oder auch nicht. So, dann warten wir nochmal, dass wir wieder ein bisschen Holz haben. Kohlehaufen erschöpft. Speer Nummer 2 sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Oh. Die waren, und Speer Nummer 1. So, lass mich ganz kurz, danke. Die sind jetzt schneller heimgekehrt, als ich erwartet hätte, muss ich gestehen. So, ihr geht mal da lang. Ihr wartet gerade. Ihr geht mal zur düsteren Höhle. Und ihr hier, geht zur Brücke. Das, ihr braucht dafür 16 Stunden. In 2 Stunden habe ich meinen Automaton hier. Da ist nur noch 58 Kohle drin. Holzmäßig bin ich voll. Oh. Zack, da kann ich einmal komplett alle Leute reinschicken. Hier kann ich auch nochmal ein paar Leute reinschicken. Ich habe relativ viele Ingenieure hier zur Verfügung, das ist gut. Die würde ich dann auch komplett ausnutzen wollen. Habe ich irgendwo etwas, was ich mit Ingenieuren bedienen kann? Sonst, nee. Könnte mir noch eine weitere Jagdhütte bauen. Das mache ich auch bestenfalls. Achso, ich habe hier noch eine Kohlemine. Die Kohlemine ist sogar super wichtig. So. Also die ist halt wirklich wichtig. So. Und ihr kümmert euch darum? Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologien angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Speere während der Expedition welche finden. Jo. Dafür sind Dampfkerne aber auch unglaublich gut. Also können für unglaublich gutes Zeug verwendet werden. So, baut ihr die Häuser jetzt fertig oder habt ihr so eher keinen Bock darauf? Ich würde behaupten wollen, dass das eher so ein, ihr habt keinen Bock darauf. So, ihr müsst das Haus noch fertig machen. Okay, die arbeiten daran, das ist gut. Hallo? Na, was bist denn du für ein Hübscher? Oh, der hört sich sogar ein bisschen an wie so ein Tier. Ein bisschen, nicht so ein ganz tolles Tier, aber ein Wildtier. So, wir haben jetzt unseren ersten Automaton hier. So, ein Ratschlag. Automaton aktiv. Unser erster Automaton ist voll funktionsfähig. Dies wird unserer Wirtschaft sehr helfen. Automatone können manuell arbeitende Mannschaften ersetzen. Sie spieloperieren rund um die Uhr und benötigen kurze Pausen, um via Generator wieder aufzutanken. Unsere Ingenieure können ferner Aufwertungen erforschen, die Automatone auch komplexere Arbeiten verrichten lassen. So, was ich mit denen machen möchte, ich könnte jetzt quasi in dem Stahlwerk die, ich frage mich mal ganz kurz, so 2, 4, okay, ich wollte wissen, ob Ingenieure vielleicht in irgendwas auch besser sind. Die können Menschen ersetzen, so,